Sieben Finger. Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen sind rein zufällig. Hörtext: Sieben Finger. Ein fahler Schein kroch durch das winzige Fenster in die stickige Stube und der Staub tanzte wie Rauchschwaden im Lichtkegel. Die Stirn der Alten war dickes, furchiges Leder, in das sich ihr gesamtes Leben gegraben hatte. Frag Söhner, ich frag Sie noch einmal, woher haben Sie das gewusst mit den Fingern? Inspektor Harald Nagel stand der Schweiß im Kragen. Der steile Weg zu der Hütte hatte ihn müde gemacht. Sein Kugelbauch drückte gegen die Gürtelschnalle und er wusste, dass ihn der morsche Holzsessel nicht mehr lange tragen würde. Sagen's bitte, Frau Rosa, zu mir. Die Alte streifte mit ihren schwarzen, schwieligen Fingern über die zerfurchte Platte des Tisches, auf dem unzählige verdreckte Schalen mit Tierknöchelchen und Federn verteilt waren. Das wird Ihnen ja der Pfarrer auch gesagt haben, dass der Wald mit mir redet. Inspektor Nagel seufzte. Das Gesicht der Greisin erinnerte ihn an einen alten, garstigen Greifvogel. Ich sag's direkt, dass Sie eine Hexe sind, hat der Pfarrer gemeint. Er strich sich über das verschwitzte Kinn. Da sah er die Erscheinung des Pfarrers wieder vor sich stehen, als sie gerade die sechste Leiche aus der Enz gezogen hatten. Die Taucher waren bereits dabei gewesen, ihre Ausrüstung zu verstauen und die in Plastik gehüllten Tatortassistenten wuselten über die kahle Böschung auf und ab. Das Mädchen war jung gewesen, wie die anderen fünf davor auch. Das ist eine Gottesstrafe, dass der Teufel die Madeln in der Enz saft, hatte der Pfarrer gewettert, bevor Inspektor Nagel den Krasnitzer anwies, den aufdringlichen Gottesmann zu entfernen. Ihn und den Kollegen Krasnitzer hatte man aus Wien gerufen. Es war einiges passiert im Enztal. 5 ungeklärte Morde. Und kaum waren sie angekommen, hatte die Enz das 6. Mädchen an Land gespuckt. Der Schädel oben eingedrückt, wie bei einem Frühstücksei. Das Gesicht aufgedunsen und bleich wie die Schale. Frau Rosa, es hat schon vor Jahren so eine Femizidserie da gegeben. Das breite Gesäß des Inspektors wetzte über den Stuhl. In der Gesellnerstube stank es, als ob die Alte in der Spüle die Kadaver toter Tiere sammeln würde. A was? Hustete sie. Eine Frauenmordserie, um's davon was gehört. Der Inspektor war immer wieder versucht, sich die Nase zuzuhalten. Da war ich noch ganz jung, krächzte die Alte mit wippendem Vogelkopf. Ich bin ja nicht von da. Wie der Alois mir den Bärtel gemacht hat, hat er mich gleich aus dem Mühviertel hergeholt. Dann haben wir geheiratet. Ihre glasigen Augen fuhren an den Wandbrettern, die den Verschlag zusammenhielten, hin und her, als ob sie dort nach Familienbildern suchen würde. Und wo ist der Alois jetzt, Frau Gsellner? Krasnitzers penetrante Stimme an seiner Schulter ließ den Inspektor auffahren. Krasnitzer, wir haben gesagt, Sie warten draußen. Da zuckte ein Blitzen durch die Augen der Alten. Den Alois hat man da schlagen und ins Wasser gehauen. So wie die Madeln. Aber das ist schon lang her. Mit der Hand bedeutete Inspektor Nagel dem Kollegen Krasnitzer, sich nach hinten zu verziehen. Wohnen Sie alleine da, Frau Rosa? Fragte der Inspektor. Sie blickte auf dem Tisch herum. Einsam. Jo, ich bin alleinig. Seitdem der Lois nimmer ist, müssen Sie wissen, ist mein kleiner Bärtel auch weg. Was weiß ich? Vielleicht, weil der Lois am wie klar war, so droschen hat. Ihre Pupillen weiteten sich. Er war ein schiercher Mann. Ich sag, gut ist es, dass er unter der Erde ist. Die Alte brach mit einem krächzenden Husten ab, der wie ein schauriges Gelächter in der Holzhütte dröhnte. Vor den Augen des Inspektors tauchten die Leichen der 6 Mädchen auf. Ihre schneeweiße Haut überzogen mit Schlick und dem Treibgut der Enz. Allen fehlten 7 Finger. Mit einem schweren Gegenstand abgeschlagen, da hatten sie noch gelebt. Die 7 ist eine ganz spezielle Zahl, Herr Inspektor. Der Kopf der Alten zuckte. Da kommt das Irdische und das Heilige zusammen. Die 4 Himmelsrichtungen. Und die Dreifaltigkeit. Ihr dürrer Finger erhob sich zu dem geschnitzten Jesus im Herrgottswinkel. Aber ein Sohn haben sie bersen lassen.
Für alles. Den armen Buben. Den haben sie aufgenagelt und alle haben ihn angespuckt. Ihr Kehlkopf zog über die ledrige Haut, um wieder ein krachendes Husten zu entlassen. Und deswegen haben sie im Dorf herum erzählt, dass es noch eine Sinte geben wird wegen die Siebenfinger. Inspektor Nagel spürte, wie ihm der Schweiß in die Achseln seines Hemdes kroch. Dieser nicht auszuhaltende Gestank. Woher kam der? Das sirenenhafte Surren einer Mücke rauschte an seinem linken Ohr vorbei. Es müssen sieben sein. Weil es ja immer sieben Finger sind. Und sieben schwere Sünden. Dann ist er Ruhe. Dann ist vorbei. Die Mundwinkel der Alten krochen in die Wangen und formten in dem Schatten ein groteskes Grinsen. Inspektor Nagel rieb mit den Fingern über seine Bartstoppeln. Chance. Der Kollege und ich sind da, um das zu verhindern. Dass nicht nur Madel sterben muss. Die Mücke hatte den Weg in das Netz über dem Herrgottswinkel gefunden. Blitzschnell schnappte die Kreuzspinne nach ihrem Opfer und ließ es langsam zwischen den Beinen in sein lähmendes Grab gleiten. Höfens uns, Frau Rosa. Das enervierende Rattern von Krasnitzers Smartphone zerriss die Stille. Der Kollege fasste sich augenblicklich an den Mund, da er wusste, wie sehr der Inspektor diese Störungen hasste, und stürzte aus der Stube, um den Anruf im Freien entgegenzunehmen. Die Alte wischte die Hände in die fleckige Schürze. Ernst zu, Herr Inspektor. Ich sehe das alles in die Viecher. In der Erd kann ich's riechen. Manchmal flüstert's mir der Wald zu. Sie müssen nur hinhören. Sieben sind's. Sich räuspernd betrat Krasnitzer den knarrenden Stubenboden. Chef! Sie haben wieder einen in der Hens. Der Inspektor fuhr herum. Föhne die Finger? Inspektor Nagel brüllte. Föhne wieder sieben Finger, Krasnitzer? Krasnitzer antwortete flüsternd. Ja, Chef! Wieder die Finger! Dann verzog er sich wieder nach draußen. Der Inspektor drehte sich zu der vogelköpfigen Alten. So, Frau Rosa, da haben Sie eine Sinte. Ihm kam ein säuerliches Lächeln, dann seufzte er tief und stützte sich auf den schmutzigen Eichentisch. Das war's. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Seine kurzen Beine trugen den massigen Körper zur Tür. Er konnte endlich die Frischluft wieder riechen. Dann bedeutete er der Alten im Halbdunkeln ein Adieu, als ob er einen unsichtbaren Hut lüften würde. Jetzt hoffen wir nur, dass Sie ein gutes Orakel sind und recht haben, dass sieben bleiben. Er ließ die Tür aufschwingen und das Sonnenlicht traute sich zwei Schritte über die Schwelle. Wenn Ihnen nur eine Vision kommt, die Polizei können Sie jederzeit anrufen. Er blickte sich noch einmal in dem vorsintflutlichen Verschlag um. Oder anders verständigen. Die Angeln krachten und Stille verschlang den Raum, als Inspektor Nagel die Türe von außen zufallen ließ. Die Alte war wieder allein. Sie erhob sich mit knackenden Gelenken von dem Stuhl und packte mit ihrer zittrigen Hand den Kübel mit den Essensresten, der unter dem rostigen Spülbecken lehnte. Dann öffnete sie den Riegel der hüfthohen Tür, die im hinteren Teil der Hütte verborgen war. Ein schmaler Schacht tat sich auf und sie stellte den dampfenden Kübel auf die erste Stufe einer engen Treppe. So, Bertel, der Essen steht da und sei ruhig. Rumoren und Schnaufen drang aus dem dumpfen Mief des Kellers. Das war's jetzt aber. Hast mich verstanden, Bertel? Die Stimme der Alten verhallte in dem tiefen Gang. Aus den Schatten säuselte schwerer Atem den Treppenaufgang nach oben. Das mit dem Vater hast du gut gemacht. Aber jetzt mit den Weibern ist's genug. Sonst kann ich dich gar nicht mehr rauslassen. Hast mich? Ein gewaltiger Schatten schlurfte zum Treppenansatz. Du bist wieder Vater. Aber bei sieben ist Schluss, haben wir gesagt. Die Alte ließ die morsche Tür rasch zufallen und schob den massigen Riegel vor.